Ja, ganz wichtig ist es, dass das Verständnis von oben, von Seiten der Geschäftsleitung für Innovationen da ist. Das heißt, die Begeisterung für neue Technologien. Und da haben wir ein großes Glück. Bei uns ist die Geschäftsleitung sehr technikaffin. Es sind beides Ingenieure. Das heißt, die haben auch Verständnis für technische Innovationen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist wichtig, den Mitarbeitern auch tatsächlich Freiräume zu lassen, dass sie ihre eigenen Ideen entwickeln können. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist bei uns eben auch der Fall. Was auch wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiter Freiräume auch fürs Scheitern bekommen. Das heißt, nicht jede Idee kann funktionieren, nicht jede Innovation ist tatsächlich auch erfolgreich. Und da muss man einfach auch den Mitarbeitern ein Stück weit freie Hand lassen und sie dazu ermuntern, ihre Ideen voranzutreiben, selbst wenn sie vielleicht zum Schluss scheitern.